Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Gleich zu Beginn dürfen wir unsere erste Zeitung lektorieren oder auch so veröffentlichen. Und dass wir die Wahrheit oder etwas ganz Ähnliches in meiner, unserer Zeitung drucken dürfen. Ja, und hier sehen wir, insgesamt sind alle Artikel positiv im Moment. Hier minus 50% Aufstandswahrscheinlichkeit, plus 5 Zufriedenheit und hier das Gleiche auch nochmal, weil bisher ist noch nicht viel schiefgegangen. Das wird sich mit Sicherheit ändern. Von daher können wir das veröffentlichen, ohne groß zu lektorieren. Keine Änderung? Wirklich? Keine Änderungen? Nein, keine Änderungen. Und da freut er sich richtig, weil wir ihm freie Hand lassen. Eines Tages wie Sie den meinen frohe Kunde bringen zu können. Ja, China und freie Meinungsäußerung, das ist natürlich, das geht nicht so gut einher. Aber gut, sie freut sich auf jeden Fall. Ich habe ja mein Stadtlayout hier so angefangen und also zunächst einmal muss ich eine Sache aus der ersten Folge revidieren, was ich gesagt habe. Ich sprach nämlich davon, dass es irgendwann mal ein Let's Play, ein Angespielt gab von Anno 1800 auf meinem Kanal. Das ist nicht ganz richtig. Es gab ein kurzes Let's Play zu Release und es gab dann noch ein etwas längeres, aber auch recht kurzes Let's Play zu Land der Löwen. Und das hatte ich wirklich völlig vergessen. Und das waren aber auch nur in Anführungsstrichen 24 Folgen, also für ein Let's Play eigentlich auch ein bisschen wenig. Ist schon wieder so laut. Sagen Sie mir, sind Sie Tiger oder auch nur so ein schurkischer Langfinger? Okay, hier die Blackworth-Insel gefunden, da ist er. Ja, also von daher, es gab schon doch ein bisschen mehr Anno auf meinem Kanal. Wie weit soll ich das runterstellen, dass die Musik hier nicht so reindröhnt? So. Ich will das gar nicht so weit runterregeln. Aber die Musik darf natürlich auch nicht die ganze Zeit rumdröhnen. So, okay, also, ja. Was habe ich jetzt zuletzt gesagt? Genau, also es gab schon ein bisschen Anno auf dem Kanal. Da habe ich aber noch ein bisschen anders gebaut auch. Beziehungsweise hatte ich da ein anderes Stadtraster-Experiment mal gemacht, das so in der Form auch eigentlich ziemlich cool war. Hatte nur den Nachteil, es braucht sehr viel Platz und erlaubt weniger Häuser. Dafür kann man da aber später dann auch einfacher so eine Eisenbahn reinbauen. Das wird hier mit Sicherheit ein bisschen schwierig werden mit diesem Layout. Von daher bin ich noch jemand, der mich zur Strecke bringen will. Versuch's doch. Egen, ob ich doch noch die Layouts hier anpasse. Das alte Layout hatte so ein 9x9 Raster. Nee, nicht 9x9, 10x10 müsste es sein. Ja, wir haben hier generell etwas wenig Platz. Aber ich glaube, ich will diesen Umbau wohl machen. Das Problem ist natürlich, wir verlieren viel Zeit dabei. Ich müsste es eigentlich wirklich in der absolut langsamsten Stufe machen. Ah, soll ich es wirklich machen? Es kostet ja auch Geld, ne? Alle Wege neu ziehen. Nee, komm, wir lassen es jetzt erstmal so. Wird schon gut gehen. Ne? Chateau Sarrazin, das ist jetzt kein schöner Name. Wir nennen das hier mal Wolfshausen. So, ein originelles Dorf. So, und wir haben in der letzten Folge schon gesehen, die anderen Mitspieler haben hier teilweise schon sich zweite Inseln besorgt. Beryl O'Mara zumindest. Nee, stimmt gar nicht. Das könnte hier auch gleich schon noch eine zweite Insel sein. Auf jeden Fall, seht ihr? Seht ihr? Möchte dieses Eiland haben. Aber das ist das Eiland, was wir haben wollen. Ne, das geht also leider nicht. Diese Bitternis hat nichts Heroisches. Ja, das tut mir wirklich leid für dich. Aber hier haben wir schon fest geplant, weil hier ist Hopfen drauf. Die holen wir uns also selbst. So. Okay, gehen wir zurück auf unsere eigene Insel und gucken mal, was nötig ist, um ein Schiff überhaupt oder um eine andere Kolonie noch zu bauen. Ich meine ein Kontor. Seht ihr, hier ist nämlich auch noch die Pirateninsel. Wir haben sie also halt gefunden und deswegen war es auch gut, dass ich von da das Schiff hier wieder direkt zurückgezogen habe. Es ist ein bisschen ungünstig, dass wir so nah an der Pirateninsel sind. Das wird unseren Schiffsverkehr kurzfristig empfindlich stören. So, jetzt laden wir erstmal die Kanonen hier aufs Kontor. So, und die Stahlträger auch. Und jetzt nehmen wir mal ein bisschen Holz mit.
Ja, komm, machen wir voll. Und ich meine, wir brauchen Ziegel. Kann das sein für ein Kontor? Problem ist, ich sehe es an. Ich müsste jetzt wirklich mal hinfahren zu der zweiten Insel. Ich mache es einfach mal. Wir fahren hier mal hin. Wir können dann ja gleich zurückkommen. Und wir werden jetzt die ersten Häuser aufrüsten. Wir haben ja alle Bedürfnisse erfüllt soweit. Wir lieben sie, ne? Sie sind total glücklich, deswegen kriegen sie jetzt auch bessere Häuser. Und das machen wir natürlich schön so um den Stadtkern herum natürlich zuerst. Das heißt hier, hier... Oh, mehr geht gerade, ne? Nicht kein Holz mehr da. Ne? Aber wir haben auf jeden Fall jetzt das Zeitalter der Industrialisierung erreicht. Die ersten Handwerker, nein, Arbeiter. Handwerker kommen sogar noch danach. Also die ersten Arbeiter hier. Mehr wollen wir nicht. Und die haben neue Bedürfnisse. Die wollen Wurst, die wollen hier Brot, die wollen Seife und die wollen eine Schule. Und für die Zufriedenheit wollen die später auch noch eine Kirche und natürlich Bier. Keine Frage. So, die Wurst ist relativ einfach. Damit fangen wir jetzt auch an. Und wir brauchen aber halt jetzt auch Ziegelsteine. Deswegen taucht es hier beim Material auf. Wir müssen jetzt eine Lehmgrube bauen. Und jetzt war das Verhältnis hier 2:1. Das heißt, eine Lehmgrube bedeutet 2 Ziegeleien. So. Dann hätten wir das schon mal. Dann sehen wir schon zu wenig Arbeiter, weil hier müssen jetzt Arbeiter schaffen. 25 pro Ziegelei. Und hier in der Lehmgrube selbst auch nochmal 50. Also brauchen wir schon 100 Arbeiter und so viele haben wir nicht. Wir haben hier pro Häuschen 10 und wir haben gerade mal 8 Häuschen aktualisiert. Also das ist natürlich zu wenig. So, jetzt schauen wir mal kurz, was brauchen wir fürs Kontor? Warum wird es denn nicht gezeigt? Das ist ein bisschen nervig, Leute. Okay, also jetzt weiß ich es. Wir brauchen 8 Stahlträger. Gut, dann haben wir aber schon. Hab ich gerade hier ins Kontor gepackt, das ist natürlich doof. Aber die holen wir uns ruckzuck wieder. Und dann bauen wir da unsere erste Niederlassung. Unsere erste Insel. So, dann geht's hier weiter mit Upgrades. Dass wir genügend Arbeiter zusammenbekommen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, gerade Holz gekauft worden. Hier ist ein Händler. Der hat Holz gebracht, deswegen konnte ich jetzt doch ein paar mehr aufrüsten. Wir sind aufgestiegen zur Hafenstadt. Jetzt haben wir neue Gebäude und weil jetzt auch wieder mehr von denen da sind, ist das nächste Bedürfnis schon freigeschaltet worden, nämlich Brot. Also wir können uns gleich direkt um Brot und Wurst kümmern. So, wo haben wir eine schöne Fläche für Getreide? Ja, da machen wir das Getreide. Hier kommt später Öl. Da ist auch noch Lehm. Das ist gut. Das können wir auf jeden Fall noch erschließen. Hier ist Steinkohle und da ist das Eisen. Nur ein Eisenvorkommen. Kann das richtig sein? Ne, wir haben 3. Wo ist denn das? Wo sind die anderen? Hier. Kupfer, Eisen. Und hier ist auch nochmal Eisen. Ich würde sagen, wir machen dann hier unsere Landwirtschaft hin. Das heißt, ich ziehe mal eine Straße weiter. So, das ist doch schon ganz in Ordnung. So. Dann bauen wir ein Handelshaus, also ein Lagerhaus. Okay, und dann... Ich mache jetzt erst das Getreide. So, eine Farm, 2 Farmen, eine Mühle und 2 Bäckereien. Also 2 Farmen. Und ich muss erst wieder schauen... Zwei, drei, vier. Vier, fünf. Kann das richtig sein? Okay. Es gibt da übrigens ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann natürlich auch solche Farben
Das habe ich auch mal eine Weile gemacht, so in die Randbereiche platzieren, hier zum Beispiel, und dann hier diese ganzen Felder so auffüllen, so unregelmäßig. Ich stehe aber, muss ich leider sagen, auf diese Regelmäßigkeit. Jetzt fehlen uns Ziegelsteine, jetzt müssen wir warten. Und Ziegelsteine werden uns noch öfter fehlen, deswegen gibt es jetzt hier mal gucken, der Wald hat noch 100%, okay. Was fehlt jetzt? Bretter. So, wo ist mein Schiff? Neue Befehle? Wir machen mal 10 Bretter zurück und nehmen dann das Eisen mit. Aber passend. Flaggschiff steht zu Dienst. Und dann fahren wir zu unserem Hopfeneiland. So. Wir haben wieder Bretter genug, das heißt, wir können weitermachen mit der Weizenproduktion. Also eine Mühle brauchen wir und 2 Bäckereien. Meine Ziegeln dauern mir echt so lange. Geh weg. Dann machen wir das zuerst. Und jetzt müssen wir noch ein paar Häuser aufrüsten. Was ist hier los? Hier blinkte es gerade. Könnte sein, dass zu viele Karren hier schon unterwegs sind. Ich kann gar nichts aufrüsten, weil die Ernte fährt ein. Die haben nicht mehr genug Kleidung. Das heißt, wir müssen auch bei der Kleidung schon aufrüsten. Das wird natürlich jetzt hier eng. Gucken wir mal. Ne, das passt. Sehr schön. Noch eine Schneiderei. So, jetzt dann die Bäckereien vielleicht. Ich lasse die Zeit mal eben schneller laufen. Das dauert einfach auch zu lange, weil wir viel zu wenig Arbeiter haben. Das ist jetzt blöd, weil Schnaps ist auch zu wenig. Oh mein Gott. Aber hier verbessert sich die Versorgung. Wie sieht es beim Schnaps aus? Verschlechtert sich. Da müssen wir leider Schnaps auch schon direkt upgraden. Der Platzbedarf steigt also hier. Und das passt jetzt leider nicht mehr so schön. Und bei einer Schnapsbrennerei will man eigentlich immer auch eine Feuerwehr haben. Weil die Gefahr, dass hier was passiert, ist doch immer recht hoch. So. Guckt euch mal die Arbeiterschaft hier an, was hier los ist an Fußgängern. Kommen hier alle aus der Lehmgrube. So, jetzt haben wir genug für die Bäckerei.
Okay. Jetzt werden sie langsam wieder versorgt. Lass uns doch mal wieder treffen. Jetzt haben wir genug Arbeiter für alles. Und eine Aufgabe. Hier, helft euch selbst, Boss. Ist einfach nur ein Geschenk, müssen wir nur abholen. Hoch die Taschen, auf den Boss. Was haben wir bekommen? Ab sofort an jeder Straßenecke. Ach, die Silos. Ja, stimmt ja, da war ja was. Oh mein Gott, ja. Ach je, das bringt die ganzen Verhältnisse durcheinander. So, wir können Silos bauen. Sie sind beschäftigt. Ja, ja, das kommt jetzt. Ja, wir sollen in einer Schweinezucht ein Silo bauen. Schweinezucht ist noch gar nicht aufgebaut. Das war ja unser nächster Schritt. Und die Schweinezucht, wenn die ein Silo... oder andersrum. Ein Silo verbraucht so viel... ein halbes Weizenfeld liefert, glaube ich. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Weizenfeld. Dann können wir zwei Silos bauen. Ja, machen wir das mal zuerst. Hier kopieren wir das einmal. So. Und jetzt bauen wir die Wurstproduktion und dann haben wir nämlich auch Schweinezucht. Und hier ist das Verhältnis 1 zu 1. Nur, dass das dann nicht mehr ganz stimmt, weil durch die Silos in der Schweinezucht die Produktion quasi sich um, ich meine, um 50% verbessert, sodass wir mit einer Schweinezucht oder mit zwei Schweinezuchten dann drei Metzgereien betreiben könnten. Na, jetzt machen wir erstmal irgendwo ein Lagerhaus. Ja, warum nicht hier? So, und bei der Schweinezucht war das, glaube ich... Genau, das Silo ist hier. Das kostet 20 Bretter. Wahnsinn. Dann können wir erst die anderen Felder bauen. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie das war. Das passte hier so rein. Genau, dann war das so, so... So und so. 1, 2, 3, 4. Ne, ein fünftes brauchen wir auch noch. Ne, es war nämlich anders. Ah, wie war das denn nochmal? Moment, wie groß ist das Silo? Doch, das ist genauso groß. Dann müssen wir das Silo querstellen. Was denn das nochmal? Wie ist denn nochmal das Layout? So, warte mal. Ich baue mal eben noch das fünfte. Dann weiß ich, was ich wie schieben muss. Und jetzt bauen wir eben das Silo dran. Ja, so, das ist ja schon richtig. 1, 2, 3, 4, 5. So, das ist es. So. Das kopieren wir noch einmal. Dann haben wir zwei Schweinezuchten. Hier ist das Silo nicht mitkopiert worden.
Weil Bretter fehlen. Ein bisschen schneller stellen. Okay. So, das Getreide kommt bald. Noch dabei, ein gutes Layout zu finden. Ich lasse es erstmal so. Okay, was ist jetzt hier los? Genau, hier fehlt jetzt Weizen, der kommt aber bald, weil wir einen Überschuss haben von einem Feld und dann reicht das eine Feld, wie gesagt, für zwei Silos. Hoppla. Und dann läuft das Ganze auch. Müssen wir nur ein bisschen warten, dann ist diese Aufgabe erledigt. Dann hätten wir das auch schon geschafft. So. Zweite Insel besiedeln. Ah, man vergisst so vieles hier. Ihre Stadt ist attraktiver. Sassenberg. Nein, nein. Das ist jetzt, gut gemacht. Das nennen wir Goldenbräu, weil hier wird der Hopfen angebaut. Und, naja. Also Goldenbräu, das passt natürlich irgendwie auch mehr zum Weizen. Aber da hier die Hauptzutat für unser Bier hergestellt wird, nennen wir das Goldenbräu, weil daraus das goldene Bräu das Bier entsteht. So, hier müssen wir natürlich auch eine Infrastruktur bauen. Das heißt, wir brauchen zuerst wieder auch die Grundlage, nämlich einmal Brettermanufaktur. Das heißt, ich stelle mal, was ist das hier für eine Mine? Ist egal, können wir später noch sehen. Dann machen wir jetzt hier nur eine einzelne auf. So, dann brauchen wir natürlich Arbeiter, also ein Marktplatz. So, die besorgen jetzt das Holz. Und dann können wir hier langsam weiter aufbauen. Aber der erste Schritt ist getan. Und dann kann das Schiff schon mal zurückkehren. Und dann bauen wir hier jetzt die Kirche hin, weil die wird auch schon gebraucht jetzt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wohin? Ich sehe hier hinstelle, ist auf jeden Fall alles in Reichweite. Ja, die hier unten haben nicht so viel davon. Ich würde es am liebsten hier irgendwo reinstellen. Nur das bedeutet natürlich, wir müssen andere Häuser verlegen.
So, wenn wir 25 Ziegel haben und das ist jeden Moment soweit, dann kommt die Kirche hier rein. Es gibt einen massiven Zufriedenheitsboost. Das heißt, wir werden auch wieder mehr Geld verdienen. Wir werden das sehen, wie wir verdienen jetzt 559 laut Bilanz. Und das wird jetzt... Ja gut, die Kirche kostet natürlich auch erstmal ein bisschen im Unterhalt. Aber wir werden sehen, dass diese Zahl jetzt gleich wieder steigt. Sobald die Einwohner realisieren, oh, eine Kirche ist da. Und die Zufriedenheit dann steigt. Am Herzen, oder? So viel zur Theorie. Ach, apropos, wir wollen ja noch die Wurst, das Wurstbedürfnis füllen. Ja, genau. So, danke. Das ist dann die Aufgabe, die ist auch erledigt. Jawohl. Jetzt muss ich alles mal zumachen hier. Alles löschen. Ist einfacher, merke ich mir. So, jetzt aber die Wurst. Verbrauchsgüter, Wurst. So, und wir haben hier 1:1. Jetzt haben wir aber, wie gesagt, 2 Schweinebetriebe, die besser sind. Aber das ist nicht schlimm, weil wir müssen auch Seife produzieren. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal 2 Metzgereien. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Schon wieder Ziegel. Ah, da fällt mir doch gleich wieder was ein. Wir haben hier auch noch den 2. Betrieb. Doch, den haben wir schon. Den haben wir schon. Eigentlich müsste es mit den Ziegeln schneller gehen. So, und das, was die jetzt extra produzieren, das können wir für die Seifenproduktion nehmen. Da brauchen wir nämlich auch einmal Schweine für einmal Vasenmeisterei. Moment, wir gucken nach. Oh, war ja. Beziehung verkümmert in Halo. Ja, ja, okay, das ist nicht so schlimm. Aufstandswahrscheinlichkeit etwas höher. Wird nicht passieren, da die Leute glücklich sind. Also veröffentlichen wir das so, auch wenn da ein bisschen was Schlechtes drin steht. So, also eine Vasenmeisterei. Und wir brauchen 2 Siedereien. Oh Gott, die sind auch so groß. Und da fehlt... Oh, da fehlt Stahl. Oh mein Gott. Ja, alles klar. Okay, dann kaufen wir Stahl erst ein. Wir müssen jetzt eigentlich auch hier uns um Stahl und um Segel kümmern. Dann kaufen wir aber Stahl erstmal ein. Das ist ein Zwischenprodukt. Ja, ein Baumaterial. So, Einkauf. Wir kaufen, wenn wir unter 20 sind. Stahl ist teuer. Wollen wir nicht so viel von haben. Wie ist die Versorgung mit Fisch? Die ist noch gut. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber unser Einkommen ist ein bisschen... wird ein bisschen zu niedrig. Ich werde da mal ein bisschen gegensteuern. Indem wir noch ein paar Bauernhäuser bauen. Was ist das denn da? So, das erhöht die Einkünfte wieder. Wir sehen es, es steigt.
So, dann produzieren wir jetzt auch Segel. Ja, hier haben wir zu viele Transporter. Das ist aber nicht schlimm. Ich würde das jetzt noch nicht aufrüsten. Weil erstens, das kostet dann Ziegel, wenn ich es mache. Und das zweite ist, wir haben sehr viel Holz. Und es ist nicht schlimm, wenn das hier ein bisschen langsamer lädt. Dann ist das halt so. So, jetzt aber noch eben hier den Rest weitermachen, damit die Seife noch versorgt wird. Also die Waisenmeisterei. Da kriegen wir eine von... Ach nee, da war ja der Stahl, genau. Dafür brauchen wir auch Stahl. Okay, wir können natürlich jetzt auch die Stahlproduktion machen. Für den Stahl brauchen wir eine unheimlich viele Arbeiter. Also richtig, richtig viel. Abartig viel sozusagen. Und das würde ich eigentlich... Wieder ein Minus. Wir brauchen echt noch mehr Leute. Und immer, wenn man neue Leute bekommt... In der Welt wächst auch ein bisschen Unkraut. Darauf achten, dass alles passt und wir haben jetzt zu wenig Fisch. Das heißt, es kommt noch eine Fischerei dazu. In euren Städten gibt es Ruinen. Was? Wo? Oh. Oh. Da fehlt ein Stück Straße. Sowas Blödes. Sowas Blödes. So, wie sieht's hier aus? Haben wir ein bisschen mehr Holz? Das sieht gut aus. Dann kaufen wir noch ein bisschen mehr Hütten. Hütten. Nein, im Grunde sind das ja Hütten. So, jetzt haben wir eben zwei Möglichkeiten. Wir können das Bier hier brauen, nur die Bierbrauerei, die braucht Arbeiter und die haben wir auf dieser Insel nicht. Deswegen werden wir hier nur den Hopfen anbauen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Oh Gott, 1,30 zu 30 zu 1. Das heißt, zwei Brauereien auf eine Melzerei, aber... drei Hopfenplantagen auf eine Melzerei. Also brauchen wir drei Hopfenplantagen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. So. Gucken wir erstmal wieder. 96 Felder. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist es. Drei Stück davon. Und die bringen uns jetzt den Hopfen. Das heißt, wir müssen langsam mal einen Schiffswerf bauen, damit wir ein Schiff haben, das das Ganze hin und her fahren kann. Die Schiffswerft. Die kostet 25 Ziegel und die haben wir momentan nicht. So, das passt alles noch. Dann gibt es noch ein paar mehr Häuser.
Nein! Warum reiße ich denn die Häuser ab? So, wir haben Stahl bekommen, das heißt, wir machen jetzt die Seife. Etwas für alle Jahreszeiten. Diese Vasenmeisterei, die jetzt eigentlich 1:1, wie gesagt, versorgt wird von einer Schweinezucht. Wird jetzt von den beiden Silos versorgt. Weil diese zwei Schweinezuchten jetzt wie drei Schweinezüchte sind. Ne? Das habe ich jetzt aber auch, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt. Das heißt, das ist klar. Ich will nur nicht, dass jemand sagt, hier, du hast das falsche Verhältnis, das passt nicht. Weil es müsste eigentlich passen. Es sei denn, ich habe da irgendwo im Kopf noch einen Knoten drin. Müsste, aber wie gesagt, müsste eigentlich gehen. So, jetzt muss ich mal eben kurz schauen, dass das hier noch passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß, dass ich jetzt ein paar Lücken hier habe, hier und hier, aber da kann man später mal Parks reinbauen. Das ist also alles nicht so schlimm. Aber ich glaube, ich hätte doch lieber mein anderes Raster gebaut. Mal ein 10x10. Ich könnte ja mal eins zeigen, wie das aussieht. So sieht das dann aus. Ja, damit dieses Haus jetzt an der Straße ist, muss man dann hier die Straße bis da einmal so reinziehen. Und da hat man dann später so die Möglichkeit, Eisenbahnen überall durchzulegen. Wenn man solche Blöcke in unterschiedlicher Ausgestaltung, das Haus hätte jetzt auch da dran gekonnt oder so, ne, wenn man das so baut. Das Schöne ist, es ergibt sich in so ein fürchterlich natürlich aussehendes Raster, wenn man das macht. Es ist alles ein bisschen unruhiger, was dazu führt, dass man nicht diese riesen komischen Blöcke hat, diese, wo nur Häuser stehen. Aber, naja, hat alles Vor- und Nachteile. Und in so einen Block kann man halt auch immer mal eine Kirche reinsetzen, ne? Einfach immer diesen Block 10x10 replizieren in einem Schachbrettmuster und dann die Gebäude reinplatzieren, so wie man sie haben will. Durch so gegebenenfalls kleine Ergänzungsstraßen sicherstellen, dass die inneren Häuser Straßen haben, und dann läuft das schon. So, gut. Was haben wir jetzt? 78 Arbeiter zu wenig. Da müssen wir ein paar Häuser aufrüsten. Mit eh mal Zeit. Und da geht uns das Material aus, aber wir haben jetzt schon genug. Wunderbar. Die zahlen natürlich auch mehr Steuern. Von daher, wenn wir mehr Arbeiter haben, gibt es auch mehr Geld. Müssen nur aufpassen, dass wir nicht plötzlich zu wenig Arbeiter haben. So, wir müssen jetzt eigentlich genug Hopfen haben. Schon. Gucken wir mal kurz. Zwischen, ja, 9 Hopfen ist schon, das ist natürlich nicht viel, aber immerhin. Oh, was haben wir denn hier? Wieso steht denn der? Ach, das ist, ach genau, das ist das Schiff von King und die gibt uns dann eine Quest da, theoretisch. Übrigens fehlt uns noch die Hauptinsel von Beryl O'Mare, die haben wir noch nicht gefunden. Bereit für neue Befehle. Ich schicke mal mein Flaggschiff nochmal hier so ein bisschen durch die Gegend. Einmal hierhin, dann hierhin, dann hierhin und dann wieder hierhin. Dann müssten wir die Karte in Gänze haben. Und jetzt... Ja, jetzt steigt das Einkommen wieder, jetzt sinkt es gerade wieder. Und es steigt wieder. Sehr schön. So, hier können wir jetzt mal ein Upgrade machen, weil das... fehlt uns leider alles. Ne? Wir haben...
gerade so viel gebaut ist, müssen wir ein bisschen warten. Okay, Leute, aber ich sehe schon, wir haben jetzt schon wieder 40 Minuten. Und das ist die Gefahr in diesem Spiel. Und ich glaube, das ist wirklich die größte Herausforderung auch während dieses Let's Plays, dass ich gucke, dass ich die Folgenlänge einigermaßen einhalte. Weil jetzt schon wieder 41 Minuten, viel zu lang. Ne? Also so maximal, also 25 bis 35 Minuten sind für mich eigentlich immer ideal. Auch wenn es mal kürzer oder mal länger ist. Aber ich versuche das schon immer relativ gleichmäßig zu halten. Also, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Ich finde, wir haben eine schöne Insel bis dahin geschafft. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit eurer Hilfe. Bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.